Kapitel 3. Ersetzen Mutation und Selektion den Schöpfer? Im Jahr 1988 wurde ein groß angelegtes Mutationsexperiment begonnen. Das Langzeitevolutionsexperiment mit dem Darmbakterium Escherichia coli. 12 Linien von E. coli wurden von einem Forscherteam um Richard Lenski seither über 70.000 Generationen lang unter Laborbedingungen gehalten. Dabei wurden sie verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, um Mutationen auszulösen und Selektionsexperimente durchzuführen. Hunderte verschiedene Mutationen und spezielle Anpassungen wurden beobachtet. Die Bakterien konnten sich beispielsweise im Laufe der Zeit schneller teilen. Die bemerkenswerteste Veränderung ist aber eindeutig der Erwerb der Fähigkeit, Zitronensäure auch bei Anwesenheit von Sauerstoff aufnehmen und im Stoffwechsel nutzen zu können. Gegenüber dem, was eine Evolutionstheorie erklären müsste, ist aber selbst diese Fähigkeit sehr bescheiden. Sie konnte auf eine Abfolge weniger Mutationen zurückgeführt werden. Diese waren jeweils selektiv begünstigt. Wirklich neu ist dabei nicht die Nutzung von Zitronensäure, sondern dass sie auch bei Anwesenheit von Sauerstoff ins Bakterium aufgenommen werden kann. Zuvor war die Aufnahme nur unter sauerstofffreien Bedingungen möglich gewesen. Sowohl die Fähigkeit zur Aufnahme von Zitronensäure als auch den Abbauweg zu ihrer Nutzung besaß das Bakterium schon vorher. Es wurde also nur die Steuerung verändert und es entstanden keine neuen Strukturen. Umgekehrt, was müsste passieren, damit man tatsächlich von einer echten Evolution des Stoffwechsels im Sinne eines Neuerwerbs sprechen könnte? Nötig wäre die Entstehung neuer Proteine, zum Beispiel von Enzymen mit neuartigen Funktionen. Solche Enzyme müssten zum Beispiel einen neuartigen Abbau- oder Aufbauschritt ermöglichen. Außerdem müssten sie zu neuen Stoffwechselwegen zusammengeschaltet werden. Letztendlich müssten auch ganz neue Reaktionszyklen wie der Zitronensäurezyklus erklärt werden. Dieser verläuft über 12 Teilschritte mit 12 Enzymen, bis wieder der Anfangspunkt des Reaktionszyklus erreicht ist. Es gibt in den Zellen viele Zyklen dieser Art, sowie lineare Aufbau- und Abbauwege, die in komplizierter Weise miteinander vernetzt sind. Einer der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet, der Zellbiologe Bruce Alberts, stellte schon vor etwa 20 Jahren fest, tatsächlich kann die gesamte Zelle als Fabrik mit einem komplizierten Netzwerk ineinandergreifender Fertigungsstraßen betrachtet werden, welche jeweils aus einem Satz großer Proteinmaschinen zusammengesetzt sind. Eine Entwicklung von neuartigen Proteinen konnte experimentell jedoch nicht gezeigt werden. Das Langzeitexperiment mit Escherichia coli hat zur Entstehung der Zellfabrik keine nennenswerten Ergebnisse geliefert. Die Veränderungen, die experimentell nachweisbar waren, sind sehr weit von dem entfernt, was eigentlich aus Sicht von Evolution erklärt werden müsste. Selbst der Aufbau von Stoffwechselwegen ist noch nicht ausreichend. In den Zellen sind darüber hinaus noch ganz erstaunliche Gebilde am Werk. Sogenannte molekulare Maschinen. Die Größe dieser winzigen Miniaturmaschinen liegt im Nanobereich. Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Genauer kennt man diese molekularen Maschinen erst seit etwa 30 Jahren, aber mittlerweile sind Dutzende entdeckt worden. Diese Gebilde werden als Maschinen bezeichnet, weil sie von menschengemachten Maschinen ähneln. Sie bestehen aus vielen Einzelteilen, die allesamt zweckmäßig aufeinander abgestimmt sind, sodass sie eine Funktion ausüben können. Die wohl berühmteste molekulare Maschine ist ein Außenbordrotationsmotor. Er wurde in verschiedenen Versionen bei vielen Bakterienarten entdeckt und besteht aus etwa 40 Einzelteilen. Diese Teile sind einzelne Proteine. Die Länge der Motorachse beträgt nur 30 Nanometer. Man müsste die Motorachse etwa 2250 Mal hintereinander legen, um die durchschnittliche Dicke eines menschlichen Haares zu erreichen. Es gibt keine experimentell nachweisbaren Vorgänge, die auch nur in groben Zügen erklären,
wie solche Maschinen schrittweise durch Mutation und Selektion aufgebaut worden sein könnten. Im Fall des Bakterien-Außenbordrotationsmotors kennt man zwar einen molekularen Apparat, der etwas einfacher gebaut ist. Es handelt sich dabei um einen Injektionsapparat. Dieser könnte theoretisch als Vorstufe bzw. als Zwischenstufe gelten. Aber von diesem Injektionsapparat bis zum funktionsfähigen Motor klafft eine riesige Lücke. Um sie zu schließen, bräuchte es sehr viele passende und aufeinander abgestimmte Mutationen, und zwar von einer Generation zur nächsten. Denn Zwischenstufen, die noch keine neue Funktion aufweisen, könnten nicht durch Selektion festgehalten werden und würden daher in der Regel wieder verschwinden. Dabei muss bedacht werden, dass Mutationen, wie erwähnt, ungerichtet auftreten. Sie können nicht auf eventuelle zukünftige Bedürfnisse hin ausgelesen werden, sondern müssen in der Regel einen sofortigen Nutzen haben. Es ist daher nicht überraschend, dass solche evolutiven Umbauten nie beobachtet wurden. Zusammenfassend kann gesagt werden, die Entstehung neuartiger Enzyme, neuer Stoffwechselwege oder gar neuer molekularer Maschinen liegt weit außerhalb der Reichweite bekannter Evolutionsmechanismen. Das Langzeitexperiment zeigt nach über 70.000 Generationen eher die Grenzen der Veränderungsmöglichkeiten auf, als dass es die Hoffnung auf echte Innovationen stützt. Mutation und Selektion ermöglichen ein durchaus bemerkenswertes Ausmaß an Variation und Spezialisierung. Doch das beruht auf bereits vorhandenen, funktionierenden Systemen. Molekularen Maschinen, zellulären Stoffwechselsystemen, Organen oder irgendwelchen anderen Bauteilen. Viele neuere Befunde aus der biologischen Forschung weisen darauf hin, dass es eine programmierte Variation gibt. Sie wird dadurch ausgeprägt, dass präexistente Programme abgerufen werden. Die Entstehung eines neuen, vorher noch nicht vorhandenen Variationsprogramms wurde nie beobachtet. Veränderungen, die auf Mutationen und auf Programmierung beruhen, werden oft als Mikroevolution bezeichnet und gegen Makroevolution abgegrenzt. Wir sind damit bei einem wichtigen Begriffspaar angelangt. Eben Mikroevolution und Makroevolution. Mikroevolution bedeutet, dass bereits vorhandene funktionierende Konstruktionen verändert werden. Zum Beispiel verändern sich die Schnabelformen von Vögeln im Laufe von Generationen in Anpassung an die verfügbare Nahrung. Oder es verändert sich die Fellfarbe eines Säugetieres zur besseren Tarnung in einem speziellen Gelände. Man kann hier auch von Feinabstimmung und Spezialisierung sprechen. Dabei haben wir es oft mit der Ausprägung bereits angelegter Fähigkeiten zu tun. Etwas ganz anderes hingegen ist Makroevolution. Darunter versteht man die hypothetische Entstehung neuer Konstruktionen mit ganz neuen Funktionen. Beispiele dafür wären die erstmalige Entstehung von flugtauglichen Vogelfedern, die Umgestaltung von Säugetiergliedmaßen zum Flugapparat von Fledermäusen oder die Entstehung der Zahnräder an den Innenschenkeln der Zikadenlarve, die wir schon kennengelernt haben. Es geht hier also gleichsam um Neuerfindungen bzw. erstmalige Entstehung, nicht um die Ausprägung bereits angelegter Merkmale oder von vorhandenen Variationsprogrammen. Was ist die besondere Herausforderung bei Makroevolution? Ein entscheidender Aspekt ist die Tatsache, dass die meisten Konstruktionen der Lebewesen nicht reduzierbar komplexe Gebilde sind. Diese Konstruktionen funktionieren genauso wie in technischen Systemen, nur wenn folgende Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind. Erstens, die absolut notwendigen Bauelemente sind alle vorhanden. Zweitens, die Bauelemente haben eine geeignete Form und sind aus geeignetem Material aufgebaut. Drittens, alle Bauelemente sind passend aufeinander abgestimmt. Wenn die Entstehung einer neuen Konstruktion durch Evolution erklärt werden soll, muss man dabei zwei Aspekte berücksichtigen. Erstens, die Details der betreffenden Konstruktion, zum Beispiel einer flugtauglichen Vogelfeder,
müssen möglichst gut erforscht und in ihrer Funktion verstanden sein. Zweitens, es muss geklärt werden, was die bekannten Mechanismen leisten, durch die Lebewesen verändert werden können. Es genügt nicht, einen Nutzen oder einen Selektionsvorteil des fertigen Produkts nachzuweisen. Vielmehr wird ein plausibler, kleinschrittiger Weg dorthin benötigt, bei dem alle Zwischenstadien überlebensfähig sein müssen. Diese beiden Punkte sollen am Beispiel von flugtauglichen Vogelfedern verdeutlicht werden. Flugfedern sind trotz ihrer erstaunlichen Leichtigkeit zugleich auch sehr robust, biegsam, drehbar und knickfest. Sie kombinieren also sehr unterschiedliche Eigenschaften. Dafür ist zunächst geeignetes Baumaterial erforderlich. Dieses Material sind lange Proteinfasern aus einem speziellen Eiweißstoff, dem Beta-Keratin, aus dem über 80% der Feder bestehen. Außerdem muss das Keratin in Federschaft, Ästen und Strahlen auf eine ganz bestimmte passende Weise verbaut sein. Nur dann weisen die Federn ihre besonderen Eigenschaften auf. Einzelne Faserzüge zweigen in die Federäste ab. Die Federäste wurzeln also sozusagen im Schaft. Das trägt zu ihrer Stabilität und Knickfestigkeit bei. Ganz speziell gebaut sind auch die Federstrahlen, die von den Federästen nach beiden Seiten hin abgehen. Die Strahlen auf der einen Seite, die sogenannten Hakenstrahlen, haben winzige Häkchen, die sich mit den Strahlen des benachbarten Astes wie bei einem Reißverschluss verhaken. Sie schließen dabei so dicht, dass die Federfahne luftundurchlässig ist. Bei zu starker Belastung kann der Reißverschluss kontrolliert aufreißen, ohne dass die Feder beschädigt wird. Der Vogel kann die Feder mit Hilfe des Schnabels einfach wieder in Ordnung bringen. Auch der Schaft hat es in sich. In seinem Inneren befindet sich ein schaumartiges Netzwerk von Fasern. Diese Fasern sind mit einem chemischen Stoff beschichtet, der Gase bindet. Das führt dazu, dass die Feder unter schwachem Druck steht. So kann sie nicht so leicht geknickt werden und springt nach einer Verbiegung in die normale Form zurück. Aber selbst die allerbesten Federn ermöglichen noch lange keinen Flug. Es wird auch eine zweckmäßige Verankerung im Körper benötigt. Die Federn dürfen nicht zu locker und nicht zu fest sitzen. Dafür sorgen Bindegewebe und Fettpolster. Am eingesenkten Teil der Federspule, setzt ein Muskelgeflecht an. Damit können die Federn koordiniert bewegt werden. Für die Funktion dieser Muskeln sind wiederum Blutgefäße und Verbindungen zu den Nervenbahnen nötig. Außerdem registrieren Sinneskörperchen und spezielle Fadenfedern die Positionen der einzelnen Federn. Das wird ans Gehirn gemeldet, damit von dort aus die gerade passenden Federbewegungen ausgelöst werden können. Auch die Mechanismen zur Bewegung und Steuerung der Federn sind nur ein Teil der Voraussetzungen für die Flugfähigkeit. Aus unterschiedlich geformten Federn muss darüber hinaus ein passendes Federkleid ausgebildet sein. Dessen Bewegung erfordert wieder eine komplexe Steuerung. Dabei wirken zahlreiche Muskelpartien und die Einzelteile des Federkleids zusammen. Außerdem bedürfen die Federn ständiger Pflege, wofür neben den entsprechenden Verhaltensmustern auch Drüsensekrete benötigt werden. Darüber hinaus muss das ganze Skelett leicht, sehr robust und relativ starr gebaut sein. In dieser Weise könnte man noch weitere Dinge aufzählen. Wir merken, Materialeigenschaften, Feinbau, Federstrukturen, die Verankerung und Steuerung der einzelnen Federn, der Aufbau des ganzen Federkleids und vieles mehr sind genau aufeinander abgestimmt. Alles muss zusammenpassen, von den kleinsten Details im Aufbau der Feder bis hin zu den Bewegungen des Vogels im Flug. Diese besonderen Eigenschaften der Federn und alle Abstimmungen müssen im Wesentlichen komplett vorhanden sein, damit Federn flugtauglich sind. Die heute bekannten evolutionären Mechanismen können nicht erklären, wie flugtaugliche Federn mit all den vielfältigen Anforderungen an ihren Aufbau und die zahlreichen nötigen Abstimmungen erstmals entstanden sind.
Hält man sich die einzelnen Aspekte vor Augen, wird klar, dass viele aufeinander abgestimmte Aufbauschritte gleichzeitig nötig wären. Ein Konstrukteur kann entsprechend planen und handeln. Aber Zufallsmutationen und Auslese sind damit hoffnungslos überfordert.